Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich mal ein ganz spezielles Thema. Und zwar wurde ich auf eine Kampagne hingewiesen, und zwar vom guten Steve Heng zum Beispiel. Der vertritt das Ganze, und zwar Hashtag nicht egal. Es geht eigentlich bei der Kampagne darum, dass man anstatt Hate im Internet lieber mal Liebe verbreiten soll. Und darum geht es auch in diesem Video. Grundsätzlich finde ich es einfach wirklich schlimm, wie verdammt fies Leute im Internet sind, weil sie sich hinter der Anonymität verstecken. Und das sehe ich auch allein schon in den Anime-Foren. Ein Anime-Forum ist dafür da, dass sich Leute, denen das Gleiche gefällt, Otakus, die zusammengehören, die gleiche Leidenschaft haben, einfach sich austauschen können. Und da sehe ich immer wieder so Hater-Kommentare oder Anstichelungen, hey, dieser Anime ist schlecht, zum Beispiel Sword Art Online, Fairy Tail oder sonstiges, wird einfach gebasht und gehatet, nur damit man Interaktion erzielt, damit die Leute getriggert werden, darauf zu antworten. Das Ganze widerfährt einem jeden Tag in minimaler Sache, und wenn man etwas Positives postet, ist es oftmals so, dass Leute direkt haten, um wie gesagt zu triggern. Wie viele Leute schreiben denn was Gutes? Ja, es sind immer gute, und es sind zum Großteil auch gefühlt zum Beispiel hier in der Community, wir sind mehr positiv als negative Leute, und die Negativen werden eh sowieso gleich rausgekickt, weil die haben ja nichts zu suchen. Deswegen vielen Dank, dass ihr da seid und dass ihr das jetzt gerade anschaut. Aber es gibt eben Leute, die auch gemobbt werden. Lass es einen geistigen oder einen körperlichen Nachteil sein, der dann gemacht wird. Zum Beispiel bei mir schreibt man sehr oft in letzter Zeit, ey, du bist zu dick geworden und sonstige Sachen. Das verletzt einen auch immer wieder, und das ist vielleicht nicht mal unbedingt böse gemeint, aber immer gleich Angriffsfläche für viele Leute. Und vergesst auch nicht, es gibt Kritik und es gibt Haten. Und das wurde schon so oft von so vielen YouTubern gesagt, dass man, glaube ich, nicht mehr darüber reden kann, aber muss. Im Endeffekt möchte ich dafür aufrufen, lauf dich selbst, hat der Steve Heng so schön gesagt. Schreibt mal liebe, nette Kommentare, und ich werde den ersten Schritt gehen. Denn man muss natürlich immer mit gutem Vorbild vorangehen vor das Ganze. Und zwar habe ich mir jetzt vorgenommen, ich werde eine Woche lang jeden Tag auf YouTube 3 kleinere YouTuber raussuchen und einfach einen netten Kommentar darunter hinterlassen. Und werde mal am Ende schauen, es muss ja nicht sein, dass die darauf reagieren, aber werde auf jeden Fall mal am Ende die Kommentare, die darauf kamen und was dabei so rumkam, am Ende der Woche präsentieren, also beziehungsweise nächste Woche. Stell dich mal vor, 3 Kommentare in ein YouTube-Video, und selbst wenn es YouTuber sind, die ihr schaut, es ist oftmals so, dass man einen YouTuber schaut, das mache ich selber viel zu oft, und es als selbstverständlich hinnimmt und nicht darunter kommentiert. Also ihr schaut euch das an, aber gebt kein Lob oder keine Kritik oder sonstiges ab, und es ist für den YouTuber oftmals so, ja, okay, das sind halt auch keine Menschen, die darauf reagieren. So, man konsumiert das komplett, aber eigentlich sollte man den Menschen doch danken, dass er einen unterhalten hat. Das gilt natürlich auch fürs echte Leben. Jeder Mensch, der euch, den ihr seht, den ihr am Tag beeinflussen könnt, macht doch einfach selber den ersten Schritt und tut etwas Gutes, und es wird früher oder später eh was Positives zurückkommen. Ja, ich weiß, ich klinge wie so ein Glückskalender oder so, aber es ist einfach wahr, Leute. Daran ist nichts zu ändern. Ich fange damit an. Macht gerne mit. Hashtag nicht egal. Schreibt jeden Tag 3 liebe Kommentare, und wenn ihr eine Antwort drauf bekommt, macht einen Screenshot oder merkt es euch und erzählt mir am Ende der Woche davon, wenn wir das Video dazu machen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Macht den ersten Schritt, denkt daran. Und wir sehen uns beim nächsten Video, wann immer es nötig ist.